Die Stadt Frankfurt hat am 10. Januar 2017 den Ignaz-Bubis-Preis an Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier verliehen. In der Begründung heißt es, dass Bundesminister Steinmeier unter anderem mit seinem Eintreten für Menschenrechte, Freiheit und Gerechtigkeit zum Erhalt und zum weiteren Aufbau einer friedlichen Welt mit Offenheit und Toleranz beiträgt. Er führe damit das Lebenswerk von Ignaz Bubis fort. Ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen für diesen Preis, der den Namen eines wirklich großen Frankfurter Bürgers, den von Ignaz Bubis, trägt. Oberbürgermeister Peter Feldmann betonte den Einsatz von Steinmeier für Verständigung und Dialog. Sein Nein zum Irakkrieg wäre zentral gewesen. Sein Blick für die Globalisierung und soziale Neuordnung der Welt sei zukunftsweisend. Zuweilen sehr klare Worte ziehen eindeutige Positionen, auch wenn dies gelegentlich unpopulär erscheint. Der Laudator und ehemalige Frankfurter Kämmerer Tom Königs erklärte, dass Integration, Verantwortung, Toleranz, Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, Zuversicht und Beharrlichkeit brauche. Diese Tugenden wären auch für Frank-Walter Steinmeier Ausdruck einer guten Außenpolitik. Mit der Verleihung des Ignaz-Bubis-Preises für Verständigung ehrte die Stadt Frankfurt das Lebenswerk und die Persönlichkeit von Ignaz Bubis. Die Verleihung ist darüber hinaus Ausdruck der Verpflichtung Frankfurts, für die von ihm verkörperten Werte einzutreten. Die Verleihung ist mit einem Geldpreis von 50.000 Euro verbunden. Auch historische Verantwortung, Toleranz.